Seit 7 Jahren organisieren der Verein Science City Jena und die Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss die Basketball-School-Tour. Im Sportunterricht sollen die Schüler nicht nur die Grundzüge des Basketballs erlernen, die Hauptaufgabe der School-Tour ist es, Kinder und Jugendliche für Sport zu begeistern. Die Schüler der Leonardo-Schule erhielten am Donnerstag eine besondere Lektion in Sachen Basketball. Zur School-Tour kamen 2 Profispieler von Science City Jena vorbei. Dennis Tinnen und Lars Wendt zeigten den Jugendlichen, wie man richtig mit einem Basketball umgeht. Dabei ging es aber nicht darum, neuen Nachwuchs für den Profisport zu finden. Bei der School-Tour sollen Kinder und Jugendliche einfach nur Spaß an der Bewegung haben. Deshalb werden die Grundlagen spielerisch vermittelt. Die richtige Technik ist eher zweitrangig. Mit richtigen Profis zu spielen ist natürlich auch etwas anderes als der gewöhnliche Sportunterricht. Jüngere Schüler sind vor allem von der Größe der Spieler beeindruckt. Berührungsängste gibt es kaum. Die Jugendlichen sind da zum Teil schon schüchterner. Das ist jetzt in der 9. 10. Klasse schon ein bisschen schwieriger. Da sind dann die Mädchen so ein bisschen schüchtern, zurückhaltend. Die trauen sich nicht so wirklich was zu machen, aber das kommt dann mit dem Spielen. Die Jungs sind meistens sehr begeistert. Die sind halt, wollen Sport machen, die wollen spielen und rennen dann eher mit dem Ball zum Korb und schmeißen rein. Nach einer Weile geht das dann mit den Mädchen auch. Und ja, das ist schon am Anfang bei den Älteren halt ein bisschen schwierig, aber da kommt man dann gut rein. Dass das Profis sind, die sind ja alle ganz entspannt und gehen auch ganz normal und locker mit den Kindern um. Da ist jetzt keiner dabei, der sich für was Besseres hält. Und da geht das immer sehr schnell, dass wir gemeinsam Nenner finden mit den Kindern und dann Spaß zusammen haben können. 25 Mal macht die School-Tour dieses Jahr in Jenaer Schulen Station. In der Leonardo-Schule kam die Aktion so gut an, dass gleich noch 3 weitere Termine gebucht wurden. Der Verein Science City Jena organisiert die School-Tour gemeinsam mit der Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss und der Rautal Unternehmensgruppe. Diese Saison gehen die Basketballer das 7. Jahr in Folge an die Schulen. Der Zuspruch zu dem Projekt ist über die Zeit mehr geworden. Es kommt super gut an. Am Anfang war es etwas schwierig, weil die Lehrer müssen das ja auch akzeptieren im Unterricht. Aber mittlerweile gibt es auch Ehrliche, die sich freiwillig melden können, die auch zu uns kommen. Und das ist, glaube ich, mittlerweile bei vielen Schulen festes Programm im Unterricht. Ist ja klar, für die Schüler gut, die Profis kommen in die Schulen. Man kriegt Kontakt, auch zu Vorbildern. Und die Lehrer nehmen auch den ein oder anderen Trick mit. Dieses Jahr veranstaltet Science City zum ersten Mal ein Basketballcamp. Dann können Kinder und Jugendliche 5 Tage lang unter professioneller Anleitung Basketball lernen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter baskets-jena.de. Dort können sich auch noch Schulen für die diesjährige School-Tour anmelden.